So, neuer Monat. Neuer Skattisch. Und ich habe mich zum ersten 18er Ranglistenturnier gerade angemeldet. Und ja, wir wollten mal gucken, wie es hier so läuft. Die letzten Monate waren ganz gut. Jetzt schauen wir mal, was diesen Monat passiert. Und ab und zu, oder mal gucken, soll auch mal eine ausgestrahlt werden. So, alles maskiert. Ja, ich halte mal aus Spaß 18. Zugegebenermaßen nicht nur aus Spaß. Aber doch schon sehr fantasievoll. Okay, haben wir die blanke Dame leider getroffen. Augen Augen der Landspieler. Wir wollen ihn die Herz 7 nicht so günstig wegwerfen lassen. Vielleicht hat er auch Pik. Alles unwichtig. Ja, alles unwichtig, stimmt nicht ganz, aber. Ich Herz 10 schmiere, kann ich Pik 10 laden, aber dann kriegt er mein Herz König. So, wir machen den Gang. Machen wir den Gang? Ja, drücken wir den links-rechts. Ich würde sagen, ja. In Hinterhand links-rechts. Grenzwertig, grenzwertig der Gang wäre. Ein bisschen zu schnell angesagt. Der Kreuz mit 5 ein Schneider sind 72. Ein Gang mit 4 verloren sind 240. 15. 25. Jetzt haben wir sogar gewonnen. Ich frage mich jetzt nur die ganze Zeit, was hat er jetzt gereizt? Gut, hat er mir Sorgen gemacht. Und dann wird der Gang auf einmal schneller. Ja, heute ist eigentlich der Tag, wo es bei Euroskat die Veränderung gibt. Ich bin beim alten Format geblieben, das geht noch. Eine Zeit lang auf jeden Fall. Weil ich mit dem Tempo der Karten, das war eigentlich so mein größtes Problem, dass die Karten zu schnell irgendwie über den Tisch fliegen. Da dachte ich mir, versuche ich es lieber entspannt mit dem alten. Gut. Werten halten. So, 6 Atu konnte sich erlauben, runterzug. Jetzt sind wir schon mal raus. Ich glaube, er geht sowieso nicht. So, er steht noch auf 2 Karo. Okay. Achso, ja, aber auf guten Karos, Karo aus 10. Dann hat er gewonnen. Das Spiel davor war merkwürdig. Der reizt 20, ich finde Herz Buben und der hat Ass 10 Ass. Naja, gut, jetzt kommt die erste komplizierte Geschichte. Okay, der hat bei 18 gepasst, dann wird es wahrscheinlich doch nicht.
Wir machen den Krang. Wir spielen auf Anschlag erstmal. So. Im richtigen Leben würde ich wahrscheinlich 24, alles wird gut. Siebenunddreißig. So, wieder ein schöner Ansatz. Wenn der linke Kreuz mit 2 hat, ist unser Ansatz nicht mehr viel wert. Spielen wir diesen Pikant? Spiel 5 der Liste. Und kann auch eine Revers haben. Tja, eigentlich sage ich ja immer im Lauf drauf. Es ist die erste von 30 Monatlisten in der Monatsrangliste. Spiel 5 schon 316. Okay. Und, also ich glaube, das schaffe ich eigentlich bei dem System nie, das Ding vor 48 zu passen, aber. Und ich will ja auch jetzt schon gar nicht. Ich hoffe, er sagt Kreuz an. Und kein Revers sonst. Oder? Schlimmer daran ist, dass er den sogar gewinnt. Ich mein blankes Kreuz Ass nicht weg. Tja, da ist Karo Bube und Karo Ass zu fünft. Gut, er kann hier einen Bauern gedrückt haben und war vielleicht auf Krang und Nullover als, würde Martin so schön sagen, als Kombi-Geschichte unterwegs. Wird jetzt vielleicht versuchen, auf Krang zu machen. Es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Jetzt kommt der Moment, an dem ich vielleicht 122 Punkte verschenkt habe. Die Jungs springen, Pik 10 liegt im Skat. Die Jungs springen und Pik 10 ist blank. Tja, das war dann wohl ein Krang. Okay. Ja, bei dem System halt grenzwertig, ob man den nimmt. Ich bleibe jetzt konsequent und passe ihn auch bei 20. Und wahrscheinlich wäre der Gang nicht schneller geworden. Also ich habe 98 Punkte verschenkt. Was heißt verschenkt? Wieder gut tun. Wieder ein schöner Ansatz. Okay, bei Back-to-Back müssen wir nehmen. Es lag erstaunlich wenig drin. Man kann 13 drücken, man kann 10 drücken. 21 hoffentlich. Dann hoffentlich kein Kreuz Ass.
Da stehen noch beide Jungs. Das muss dann reichen. Ja. Boah. Lag nicht viel drin und die Karte stand ganz komisch irgendwie. So komisch stand sie wahrscheinlich gar nicht. Ja. Im ersten Spiel der Liste wäre ich wahrscheinlich auch schon hier irgendwie unterwegs gewesen. Aber nachdem der Skat eben nicht so gut war und der Ansatz hier etwas schlechter ist, lassen wir es mal. Okay. Wir spielen mal von Daniels Dame Lusch auf. Erfolglos. Haben wir schon. Und wir kriegen auch keinen mehr. So. Ähnliches Spiel wie kurz davor. Diesmal bin ich nur in Mittelhand. Und zudem noch schlechter ist es, es wird jetzt gereizt. Gut, dann geben wir das Spiel bei 20 ab. Und das hätte ich jetzt schon gerne gehabt. Wenn ich für 20 nicht kriege. Ja, okay. Gut, Blatt. Sechsundvierzig. Was macht denn da? Kann man diese Kreuz hier nicht mehr rennen und der hat ein Herzchen gedrückt. Und 9. Dann 5 Trümpfer gereizt. Wir bleiben der ruhigen Linie treu. Normalerweise hätte ich den einfachen Herz jetzt auch rausgenommen. Ich will nicht blank aufspielen mit der Karte. Ja, war wieder verkehrt. Wieder gut drin. Ja, manchmal ist das mit dem Skatblock dann auch so, ne? Da lässt man diese 3 Asse, eine 10 Herz Bube mit dem Viererfeld mit 2 Neunen aus. Und danach kommt man noch 2, 3 schöne Ansätze. Ist aber so ruhig und entspannt und gar nicht auf Betriebstemperatur, dass man gar nicht. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt passiert. 20 mal Karo, er sollte wissen, dass der mit 2 sein muss. Er weiß es. Jetzt wird er wahrscheinlich direkt über 4 gehen. Pik 10 ist blank, ist auf jeden Fall nicht
Gleich auf, dann ist die Beikarte wahrscheinlich nicht so gut. Okay. Schlechten Nullansatz. Ja, das Ding ist halt, es gibt halt, wie überall beim Skat, auch bei diesem 18er-Ranglistensystem, immer solche und solche Menschen. Die einen denken halt, das kostet ja nichts, da kann man reizen. Pik 7 weg, so, was sind das? 5-mal Kreuz. Karo 10. Ich schmeiß die trotzdem weg, ich spiele auf Pik Lusche um. Okay. Jetzt ist Spieler 1 auf einmal der Sheriff in der Stadt. So, wir brauchen einen Bauern. Der reizt nicht. Und da ist es endlich mal wieder soweit. Minimum. Ich behaupte Vorhand. Ich sage ja immer Vorhand und. Okay, habe ich alles richtig gemacht aus Versehen? Gut, vielleicht auch nicht. Der hat Karo Ass zu viert, also hat der wahrscheinlich Kreuz Jung, oder? Der hat Kreuz Jung. Dann ist alles schick. Karo 10 gedrückt, wäre sogar Schneider bei der Geschichte gewesen, wahrscheinlich. So wie das jetzt hier gelaufen ist. Okay, wieder ein Ansatz, wieder 18. Sogar ja. Na gut, akzeptiert. Ich glaube, ich habe selten so ein 18er-Ranglistenturnier so emotionslos gespielt. Puh. Kreuzer weiß sein Geld verspielt. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier 14 auf Trumpf 25, 9, 44, Karo Dame und noch ein Bild. 61, oder? Wenn es ehrlich zugeht. Ja. Es lag wieder beide Reize, es liegt wieder ein Bauer. Es ist. Naja, gut. Immer wieder 40 Punkte sind 1,3 Schnittpunkte am Ende. Also nach 30 Listen. Ja. Das heißt, die Gegenspieler haben auch Wert. Ich spiele trotzdem lieber selber eigentlich. Das Spiel nicht.
22 mal Gramm. Dann machen wir Kreuz auf. Gedrückt, ziemlich sicher. Ja, schön. Der Einzige, den er verarscht hat, bin ich. Schon wieder ein Junge im Skat. Wow. Aber ich konnte eh nichts ändern an dem Spiel. Schaffe ich das Spiel jetzt zu passen? Ja, glücklicherweise. Gut, hier muss eigentlich nur noch wer draußen sein. Ich habe irgendwie abgeschlossen mit dieser Liste. So, wirklich ein sehr schöner Start. Dann eine falsche Entscheidung getroffen. Und dann wirklich, also in so einer Rocket-Qualifikation hätte ich wahrscheinlich eine Tausender-Liste gespielt oder so. So, 7, 10 in Karo ist die Schwäche. Also müsste er jetzt. Dann geht es aber leider nicht weiter, ne? Aber er hat den Weg schon erkannt. Karo muss gedrückt sein. War auch gedrückt, zwei Karos. So, hüpfen wir über die 600 oder nicht? Verdient haben wir es nicht, würde ich sagen. Na gut, den werde ich jetzt unter 48 nicht passen, was vielleicht mir zum Verhängnis werden wird. Schauen wir mal. Aber vielleicht kriege ich ihn ja auch vor. Ja. Ich spiele kein Kreuz Hand, das ist sicher. So. 22 gereizt, wunderbar. Ja, ich denke, Pik ist das stärkste Spiel. Ja. In Mittelhand. In Mittelhand. Damit hätten wir 610, wenn wir das Spiel gewinnen. Ja. Ich sitze trotzdem. Der hat sie wirklich alle. Der hat sie wirklich alle vier. Ach was. Der hat sie gar nicht alle vier. Schneider, siehste. Nicht 610, 621. Naja. Gut, das waren schicke Karten. Komische Karten auch dann zum Schluss. Auf jeden Fall war das erstmal die erste Serie im neuen Monat Dezember. Mal gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Servus.